Zu Paderborn, ja, das war, fand ich schon geil. Baumgart, Stefan. Er ist ja gerade Todes im Hype. Jetzt ist er gerade so richtig Bester sein. Mann. Okay. Er wirkt ja so, wenn man ihn jetzt nur so anguckt, so von außen so betrachtet, dann wirkt er wie so ein richtig geiler Spielertrainer, der sich richtig kaputt lachen kann mit den Spielern und der so für eine geile Arbeitsatmosphäre sorgen kann, wo jeder Spaß hat und trotzdem aber alles gibt. So. 100%. Also guck mal, bei ihm ist so, wenn du alles gibst, dann verzeiht er dir alles, egal was passiert, auf dem Platz auch, im Training. Du hast einen sehr chilligen Trainer, mit dem du viel Scheiße machen kannst, mit dem du Spaß haben kannst, mit dem du dich kaputt lachen kannst, Ja. alles. Aber wenn er merkt, du gibst nicht alles, dann nimmt er dich auseinander. Mein jetziger Trainer jetzt, Lieberknecht, ist auch top. Ich habe aber halt noch nicht so lange mit ihm die Erfahrung, wie Ja, jetzt zum klar. Beispiel Baumgart, da hatte ich halt 2 Jahre und jetzt bin ich hier auch erst seit ein paar Monaten, aber so, was das angeht, dieses Komplettpaket war bei ihm brutal. Also Geil. finde ich. Geil. Du hattest ja noch in der Saison, okay, kommt jetzt so, jetzt kommt's so, hat jeder eh schon angesprochen bei dir so tausendmal den Rekord aufgebrochen. Deswegen meinte ich auch am Anfang Recordbreaker, wenn man jetzt nicht so genau weiß, warum Recordbreaker. Sowieso, viele würden sagen, ist Negativrekord. Ich schwöre, in meinen Augen ist das ein Ballon d'Or für Sechser, wenn du mich fragst, ehrlich gesagt. Wer Bist ein in 29 Spielen, ja, das musst du mal gehen. Und ich hab mir wirklich nochmal kurz vorher, bevor wir heute reingestartet sind, nochmal jede einzelne gelbe Karte anguckt, ja. Und da war wirklich von, was war das? Also so wirklich zu, Bruder, was haben die dir da gegeben? So, warum geben die gelb? Bis zu, Bruder, wie hast du keine rote bekommen da? So, weißt du, also war wirklich alles dabei. Und ich finde wirklich, bevor du jetzt das dazu sagst, das Allerkrasseste von allen, finde ich, du hast nicht einmal gelb-rot bekommen. Nicht einmal! Das ist eine Kunst, oder? Ohne Das Spaß ist jetzt. brutal. Ohne Spaß. Also, man wird halt immer abgestempelt, schnell, du weißt ja, wie das ist. Ja. Das ist dann so mäßig, ja, der Eisenfuß, der kann nur die Leute umholzen und weiß nicht was, du aggressiv und du weißt ja, wie das ist. Ja. Aber ich sehe es genauso wie du und es werden immer nur die gelben Karten angesprochen, aber nie, dass man nie gelb-rot kriegt, Ja. komischerweise. Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, ich habe irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, dass du glaubst, dass es vielleicht am Helm liegt. Ja, das stimmt, da wirklich tatsächlich. Also hatte ich das Gefühl, aber seit Und ich weggemacht habe, du hast 9 Spiele gespielt, du hast jetzt schon 4 gelbe Karten wieder. jetzt habe ich gemerkt, dass nicht nur der Helm war. Oh Junge, warum hast du den Helm abgenommen? Jetzt mal, also das wollte ich nochmal fragen. Ja, also eigentlich, man kann so und so sehen, eigentlich auch mein Markenzeichen, muss man sagen, ich habe jetzt darauf verzichtet. Normalerweise muss auch die Karriere damit zu Ende spielen, weil du halt so auch bekannt Ja, geworden bist. so wie Petr Cech so. Aber um ehrlich zu sein, ich habe auch schon also 1, 2 Jahre vorher ein bisschen darüber nachgedacht, sage ich mal, auch bevor ich zu HSV gegangen bin. Aber dann war halt immer so in meinem Kopf, guck mal, du hast ihn seitdem du in der Regionalliga warst und jetzt bist du vielleicht beim großen Verein jetzt ein bisschen ablegen. Nein, bleib einfach so, wie du bist. Weißt du, war immer dieses Ding so, das wird schief gehen, weil du willst jetzt auf einmal den Helm ablegen, aber bleib doch einfach, wie du bist und lass ihn auf und fertig. Und das erste Mal, wo ich wirklich nach so einem verkorksten Jahr in Hamburg halt gedacht habe, komm, ich brauche einmal was Neues, einfach so ein bisschen, um einen Cut zu machen. Das war eigentlich so auch mit der Hauptgrund. Und ich muss auch sagen, kurz bevor ich das erste Spiel gemacht habe in Darmstadt, waren wir ja noch in der Kabine. Und kurz bevor wir raus sind, war ich immer noch nicht zu 100%. Also habe ich mich noch nicht entschieden gehabt, soll ich den jetzt anziehen oder soll ich den aufsetzen oder nicht aufsetzen? Und dann nach dem Warmmachen sind wir halt rein und dann, es war so warm an dem Tag und mit dem Helm ist immer extrem, wirklich 40 Grad gefühlt. Ich kenne das, ich habe Football gespielt, Ja. Bro, da weiß ich ganz genau, Genau. gerade an heißen Tagen, so, du hattest ja jetzt noch so das Glück, in Anführungsstrichen, dass jetzt nicht hier Das noch auch was noch so war, war, so, ja. du hattest ja noch so hier ein bisschen so angepasst, aber ja, ich Genau. weiß ganz genau, was da drunter auf jeden Fall abgeht, da bist du Ja, Bescheid. genau. Und deswegen, das war so dann so dieser letzte Prozent, wo ich gesagt habe, scheiß drauf. Ich lass den weg Wie und war fertig. erster Kopfball ohne? Erster Kopf habe ich kurz nachgedacht, also war komisch irgendwie, aber als dann so alles gut war, war alles Okay, normal. okay. Ja, Sowieso, war alles ich hatte normal. auch mal gelesen, dass du so, aber die haben auch übertrieben da. Das war auch so wieder ein Zeichen, warum so Journalismus in meinen Augen nochmal ein bisschen gefixt werden muss. Irgendwo stand, dass du gesagt hast, du willst da die Helmpflicht oder so. Damals, ich kann mich sogar noch daran erinnern, ging es so um die Bender-Brüder und noch irgendjemand, die verletzen sich ja gefühlt. Jedes zweite Spiel ist irgendwas Gesicht kaputt, Schulter kaputt, Ja, die waren Ellbogen, auch keine Ahnung. verletzt, auf jeden Fall jetzt Ja, dann Lars eben. und Und Sven, ich habe denen safe. gesagt, so bei solchen Spielern, weil halt Gesundheit halt wichtig ist, Ja. sollte es irgendwas geben, so wie, keine Ahnung, Helm oder sonst was, weil im Endeffekt nach Fußball hast du immer noch ein Leben. Was hat Baum hier eigentlich zu den Gelben gesagt? Dem war es eigentlich egal. Hat er Also, gezwitscht, ne? Hat er so.
Ich muss dir sagen, ich will jetzt nicht, dass das irgendwie scheiße ist, aber gegen Wolfsburg hast du gesehen? Gegen Wolfsburg, gegen wen war die Karte? In Wolfsburg war, glaube ich, 88, 90. Minute, da ist einer so gelaufen an Außenlinie und ich habe den richtig von hinten umgesetzt. Nee, weiß Da ich habe ich nicht mehr. Geld gekriegt. Das war eigentlich mit die schlimmste, wo ich in der Saison Okay, hatte. okay. Und er hat halt, jeder hat gedacht, ich kriege rote Karte, aber Schiri hat mir nur Gelb gegeben und der meint danach so, ja, ich verlange das, dass du das machst. Dann Ja, dachte ich, geiler okay, Typ. alles klar. Nächstes Mal mache ich diese Dinger von Rüstige hin und ab geht's.